Ja. Ob das beim nächsten Film auch so ist, weiß ich nicht. Endlich, Mario, tust du mir mal leid. Immerhin ist der Film ein sehr erfolgreicher Film gewesen. Er hat in Deutschland damals 6 Millionen Kinobesucher gehabt. Das ist eine Menge. Wahnsinn. Und warum das so ist, das werden wir dann mal versuchen zu analysieren. Wir sprechen jetzt nämlich über die Supernasen. Thomas Gottschalk und Mike Krüger schlagen wieder zu. Diesmal als Detektive. Die beiden Supernasen lösen die schwierigsten Fälle in den verrücktesten Masken. Als Maskenbildner, Golf-Champion, tollkühne Flieger, als Scheich Faruk al-Habib und Frohsinn von Arabien, Aerobic-Tutsis, Teufelsgeneral, Madame Cassier und als Winnetou. Detektei Columbo, Ermittlungen, Überwachung bei optimaler Diskretion in Europa und Übersee. Ich fürchte Überwachung. Natürlich, ich verstehe schon. Ihre Frau ist für uns eine Persona Observanda, eine abzuservierende Person. I like it. Schwamm drüber. Sag mal, was habt ihr eigentlich mit meinem Taschentuch gemacht? Das ist doch wohl die Krönung hier. Der Jupiter, er ist im dritten Haus. Zweite Tür links. Der Mond, er ist im zweiten Monat. Hör mal, Mike, im Gegensatz zu der Sasse-Pleite scheint das hier ein echter Fall zu sein. Vor einer Stunde eingeflogen, frischer Hummer. Da macht es Hummer, 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 Tim. Na. Ich bin Winnie 2. Dann ich bin Winnie 1. I am Winnie 1. Können Sie mich grüßen, Mann? Doch. Ich weiß nicht von wem. Sind Sie bloß nicht kindisch? Und wo ist hier der diensthabende Offizier, Major Schneider? Ruhe! Ich kann auch anders. Wo finde ich die Gnädigste? Sie ist zur Kur in Bud Spencer. Terence Hill 27. Ja, Tommy und Mike lernen sich kennen und werden dann auch gleich Freunde, kann man so sagen. Und Tommy hat seinen Job verloren, weil der war Maskenbildner beim Fernsehen und hat die Ansagerin irgendwie blöd angemacht und die hat sich gleich über ihn beschwert. Ja, und jetzt suchen die beiden eigentlich einen Job. Ne, genau, ein wunderbares Cover noch zu diesem Film. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ja, jetzt suchen die beiden einen Job und lesen dann in einer U-Bahn, sehen sie einen Artikel von Columbo, der Fernsehserie, der Krimiserie Columbo. Und beschließen dann, ja, wir machen eine Privatdetektei auf, ne, die auch Columbo heißt. Ne, und kriegen dann natürlich auch direkt einen Auftrag von einem Klienten, der sie nach Bud Spencer schickt. Ein Kurort, der Bud Spencer heißt. In die Terence Hill. In die Terence Hill Straße. 27, Terence Hill. Genau, 27. Großer Gag, ne, Terence Hill Straße oder was das sein soll. Ne. Ja, und das ist eigentlich auch schon die Handlung. Und sollen dann da herauskriegen, der Kleine hat das Gefühl, dass seine Frau fremd geht und in dem Kurort dann, ja, dann sie von einem Bett ins andere springt. Und die beiden Supermeisterdetektive sollen dann herausfinden, ob das so ist. Ja, und dann gibt es eine völlig bekloppte Handlung. Dann ist da ein Scheich, der Thomas Gottschalk total ähnlich sieht und er übernimmt dann die Rolle, weil der Scheich bedroht wird und so. Also eine hanebüchene Story. Es gibt und keine Story. Ja, es sollte wohl eine werden irgendwie, ne? Ja, die Handlung hatte mal plötzlich so andere Richtungen nimmt die plötzlich immer. Ne? Das ist irgendwie so ein Kuddelmuddel irgendwie. Es ist ein Kuddelmuddel. Irgendwelche ist Ideen wurden aneinandergereiht, genau, in dem, ja, Drehbuch. Und es ist eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Gags, ja, die einem anscheinend auf einmal eingefallen sind. Ein Drehbuch wird es anscheinend gar nicht gegeben haben. So kommt mir das jedenfalls vor. Ne? Und dann ist dieser Film so erfolgreich. Really? Echt? Also ich finde das unfassbar.
Vielleicht, weil man die, weil die beiden Darsteller halt so bekannt waren. Also Thomas Gottschalk war ja als Moderator sehr beliebt und Mike Krüger halt mit seinen Nippelsongs und so. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum dieser Film. Du musst das filmhistorisch betrachten. Also ich kann mich erinnern, dass wir damals als Familie den Film aus der Videothek geliehen haben. Mein Vater hat sich auf die Schenkel geklopft vor Lachen bei diesem Film. Ich weiß noch, wie Mike Krüger mit diesem Handtuch, mit diesem Taschentuch, wo er den Kaffee mitgemacht hat, und sagt, das ist ja wohl die Krönung, so als Jakobsanspielung. Oh. Ne? Mein Vater hat Tränen gelacht bei diesem Spruch. Und wir als Kinder hatten auch wahnsinnigen Spaß. Das ist 80er-Jahre-Humor. Bist du da nicht freiwillig ins Heim gegangen? Nein, nein. Ganz ehrlich, das ist 80er-Jahre-Humor. Ja, ich fand ihn damals schon scheiße. Ja, okay, gut, kann ja sein. Aber es gab ganz viele Menschen, die fanden das damals extrem lustig. Du kannst ja auch nicht mehr verstehen, warum diese unterm Dindel wird gejodelt und aus den 70ern alle so erfolgreich waren. Das ist ja auch total bescheuert. Natürlich ist das bescheuert. Das ist filmhistorisch interessant. Das ist einfach schlecht gealtert. Ja. Heute denkt man, was ist das denn für eine Scheiße? Aber damals war das erfolgreich. Ja, also diese billigen Gags, halt den Knüppel, du Krüppel und oh, sowas, wo ich denke, oh Leute, ne? Ja, aber wie gesagt, das mag schon richtig sein. Damals muss das anscheinend wirklich ein Kracher gewesen sein. Sonst kann man sich diesen Erfolg nicht vorstellen. Und weil das einfach auch zwei Sympathieträger waren, die beiden, ne? Oder immer noch sind. Ne? Die beiden Krüger und Gottschalk vielleicht, aber die Figuren, die sie da spielen, also absolut Katastrophe. Also es wirkt auch für mich so als, also wahrscheinlich gab es ein Drehbuch jetzt im Vergleich zu einem Film, der dann gleich noch kommt. Aber das ist in dem Fall vielleicht das Problem. Vielleicht wäre es anders gewesen. Vielleicht hätten die sich einfach, die haben ja durchaus eine gewisse Art von natürlichem Charisma. Vielleicht hätten sie sich einfach ein bisschen freier sprechen lassen sollen, weil dadurch, dass sie so an ein Drehbuch gefesselt sind, es wirkt auch alles so wie beim ersten Take. Es wirkt alles lustlos und total dahin geplätschert und so, ja, erste Take nehmen wir, fertig. Nehmen wir einfach. Wie das Studio. Unser Timing ist besser, glaube ich, als bei dem Film. Ja. Also, ganz ehrlich, ich schreibe für die Medienhuren. Aber ich werde hier von den Abonnenten quasi wie eine Hure gefickt, indem sie sich so einen Film aussuchen. Das Drehbuch stammt übrigens tatsächlich von Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die sich diese Szenen geschrieben haben. Ja, und es ist eine Aneinanderreihung von Plattheiten. Da hat sich Gottschalk noch, ach Mensch, dann schreibe ich mir doch mal ein Betthäschen dazu, als wenn er das typische Geld, wenn er gerne irgendwie Mädchen betrachtet. Ja. Dann gibt es irgendwelche Nippelaufnahmen, da, die eine ist dann sofort willig, mit ihm in die Kiste zu hüpfen. Da gibt es diese eine Szene, wo Mike Krüger ist Freundin in dem Film, also Mikes Freundin, die Tusse findet, die Thomas Gottschalk vorher flachgelegt hat. Und als sie dort im Bett lag, dachte ich, boah, da liegt ein kleiner Junge. Dachte ich im ersten Moment. Und dann hat sie dann Bettdecke und dann Titten. Und dann hast du so. Und Gottschalk spielt. Ich meine, Gottschalk kann spielen. Das haben wir in Late Show später gesehen. Da konnte er spielen. Hier spielt er immer so: Hi, ich bin der Tommy. Und ich kommst du mit zu mir? Ich koch dir auch einen Kaffee. Und. Ja. Naja, Mike Krüger hat ja auch immer so diesen Doktor. Ja, Mike Krüger kann ja auch nicht spielen. Also, Und das Allerschlimmste ist, der Regisseur dieses Streifens, wenn man sich mal die Filmografie anguckt, dann findet man Sachen wie. Die Pyramide am laufenden Band. 1, 2 oder 3. Ja. Du musst das war ein Fernsehshow oder ja, der hat keinen Moderator, sondern der hat Fernsehshows inszeniert. Und das hier ist total lustlos. Einfach die Kamera hingestellt, einfach drauf losgefilmt. Das ist filmisch ungefähr so toll wie Nonstop Nonsens. So einfach die Kamera hingestellt, das reicht doch fürs Kino nie. Das hatte aber mehr Grips, Nonstop Nonsens. Ja, nein, ich meine jetzt filmisch. Ich meine jetzt fürs Gefühl. Das hat doch mit Kino auch 1983, ja, in dem sowas wie Rückkehr der Jedi-Ritter im Kino lief, nichts im Kino verloren gehabt. Und das spricht einfach doch nur dafür, dass das deutsche Publikum blöde ist. Ich meine, die gehen heute ja noch in Til Schweiger rein. Wo auch Frauen quasi nur Betthäschen sind. Und das ist genauso anspruchslos, nur filmisch besser. Und dann vergleichst eher mit Kartoffelsalat und solchen YouTube-Filmen halt. Also, das ist so ein Zeitgeist halt. Aber überleg mal, es gibt vier Filme von denen. Ne? Hier die Piratensender Powerplay, zwei Nasentanken super. Das ist das großartige Sequel. Und dann den wirklich besten eigentlich noch, also wirklich teilweise witzig ich fand, ist die Einsteiger. Das ist die Idee witzig. Das ist die Idee witzig. Vor allem sind da ja auch noch mehr renommierte Schauspieler auch dabei. Ja. Udo Kier und so weiter. Und da ist die Handlung einfach auch geiler. Ja. Der Mike Krüger findet dann eine Maschine, wo man sich in die Filme irgendwie reinbeamen kann. Und die Schwachköpfe gehen immer in irgendwelche Vampir- Pornofilme gehen. Habe ich nie verstanden. Genau. So, hallo? Warum sind die Horrorfilme? Da bin ich das sofort erstmal die ganzen lassen wir das. Nein, also Supernasen, warum? Leute, in einer Welt, in der es Filme wie
wie der Pate 2 gibt. Warum sucht ihr euch die Supernasen aus? Wollt ihr uns quälen? Das kann doch nur und so und jetzt haben wir noch eine richtig gute Nachricht. Diese Supernasen, die gibt es bald als Blu-ray-Edition in einer 4K. Wow. Da kann man 4K. Dann nämlich die Nasenhaare von Mike Krüger genau. Noch deutlicher erkennen. So sieht's aus. Dieter Hildebrand hat ja mal gesagt, fresst Scheiße, Millionen Fliegen können nicht irren. Ich hatte es wäre schön gewesen, wenn sie am Anfang, als er das Taxi klaut, wenn sie einen Unfall gebaut hätten, beide gestorben, Film zu Ende. Oder, keine Ahnung, das macht er irgendwie. Vor allem, Mike Krüger finde ich am schlimmsten. Thomas Gottschalk spielt ja wirklich spielt so, als wäre er auf Valium die ganze Zeit. Und Mike Krüger spielt so, als hätte er sich für den geilsten Hecht aller Zeiten. Also so wie er so seine Lines delivered, als würde er sich dann jedes Mal noch so umgucken und sagen, das war doch was. Was meinst du, wofür die Nase gut war? Fürs Kochen vor dem Dreh. Dann solltest du dir auch unbedingt noch sein großartiges Interview hier angucken, die ist auf 15 Minuten geht das ungefähr. Hab schon gehört, ja. Drauf, ne? Wo wirklich, also nur so in irgendeiner Schule gefilmt, die Poster hängen an der Wand, in einer miserablen Tonqualität. Ne? Und wie haben sie nur das Mikrofon von der Kamera benutzt und so? Noch, man hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, hier so wie Profis, so wie wir. Ne? Ja, also. Ne? Also selbst das Making-of ist scheiße. Also. Ja, also warum, Leute? Ja. Warum? Ich weiß es auch nicht. Ja, aber diese Lisa-Film-Produktion, die haben damals ja auch dann noch Sunshine Reggae auf Ibiza. Und das haben ist doch sie auch kacke. Ja, ja, klar, wollte ich ja damit sagen. Die haben damals riesige Erfolge damit gehabt. Ja, aber das spricht doch nicht für die Filme, sondern gegen das Publikum. Doch mal ehrlich. Ja, gut. Das ist doch alles. Aber wenn ein Produzent dafür einen Riecher hat, hat er und damit eine Menge Geld machen kann. Eine Nase? Eine Nase. Oh. Dann ist das so. Ne? Aber wie gesagt, warum muss man das heute noch ausüben? Leute, bitte. Das ist wirklich sehr schlecht gealtert. Nach 6 Minuten oder so hatte ich, glaube ich, schon die Nase auch voll. Und ja. Also die schlechten Karlauer, die da. Also es ist wirklich. Also geht ja nur, ich versuche gerade krampfhaft mich irgendwie an eine Pointe zu erinnern, die ich irgendwie ansatzweise lustig fand, aber keine Ahnung. Mike Krüger steht an dem Taxi-Ding und geht an das Telefon und der Typ sagt, ich will da und dahin. Ja, nimm so ein Taxi. Ja, das ist Wahnsinn. Das fällt einem irgendwie zwischen zwei Kaffee, fällt einem das ein. Oh, dann muss ich das mache ich in meinen Film. Das hat ja auch keine Dramaturgie. Also null. Ja. Oder dass sie beim Abendessen kein Nasi-Goreng bestellen zum Beispiel. Ja, aber das sind solche Gags in dem Film. Alter. Ja, ja. Also nur Dinge hier, Alter. Also wirklich, wirklich schlimm. Dann natürlich der Klassiker, auch beide in Frauenklamotten beim Yogakurs oder was das ist. Also hat man auch noch nie gesehen. Nee, das ist super originell. Sie sehen auch so unglaublich nach Tau aus. Ja. Gerade mein Krüger. So, ja, bildhübsche Frau. Und die sitzt dann da und denkt mir, okay, die sind dann irgendwie in die Umkleide rein und haben sich die Frauenklamotten genommen, aber wo haben sie die falschen Titten her? Ja, keine Ahnung. Und dann merke ich, okay, ich mache mir viel zu viele Gedanken darüber. Ja, genau. Du meinst, du hast eine Unlogik im Film entdeckt. Ja. Also ich würde direkt sagen, ein paar Sachen sind nicht so 100% realistisch. Würde ich tatsächlich gehen, ja. Na, sicher? Ja. Doch. Ja, die Supernasen. Großartig. Vielen Dank Film, an alle. Danke, vielen Dank. Danke, dass du den Film genommen hast. Ja. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.